Lichtschwert. So. Was? Warum komme ich da nicht höher? Doch, geht. Mehrfachreflexion. Halte LB unmittelbar, bevor Blasterschüsse auftreffen, um sie auf nahe Ziele zu reflektieren. Ja, das machen wir schon die ganze Zeit. Ich will mich verkackeiern. Drücke in der Luft Y, um einen Schmetterschlag nach unten auszuführen. Der Schaden in einem Wirkbereich verursacht. Ja, das mag ich. Aber ich kann es nicht nehmen. Warum? Da steht doch Lernen. Jetzt sag bloß, ich muss hier... Fähigkeitspunkt. Ach, da brauche ich zwei dafür. Jetzt... Ah, jetzt, ja. Ein Grinsel. Sturmhieb. Halte X nach einem normalen Angriff, um einen mächtigen Schwung über Kopf auszuführen. Ja, aber ja, ein Schwert benutze ich ja nicht so oft, ne? Gehen wir mal an die Macht. Größeres Festhalten. Verlängert die Dauer von verlangsambar Gegnern. Ja, das ist... Kell regeneriert mehr Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Trifft er einen blockenden Gegner, regeneriert er ebenfalls Macht. Jo, cool. Aber Telekinese? Nehmen wir. Alle drei zusammen. Okay. So. Was machen wir an so einem Punkt? Training. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Erlerne gegnerischen Angriffen rasch auszuweichen. Okay. Show me. Ich werde es schnell zu Ende bringen. Oh. Do it. Ich hab verfehlt? Du kannst nicht ewig weglaufen. Aber ich kann es versuchen. Tadam. Training verlassen. So. Sonst brauchen wir nichts von hier. Okay, ich bin bereit. Ich auch. Aber wo geht's denn hier hin? Das ist doch der falsche Weg. Aber egal. Fast an das Übungsgelände der Jedi. Aber es fühlt sich anders an. Älter. Okay. Nein! Falsche Richtung gedrückt. Night Forest. Komm, noch ein Stück. Ah. Was ist das für ein Ort? Boop. Okay. Show me. Ich höre dich, BD. Mal sehen. Eine Tragödie ist hier passiert. Oh, ein Spalt. Hier unten gibt's immer noch Strom. Vielleicht funktioniert hier noch mehr. Oh. Aha. Nicht schlecht. Denkst du, die hält uns aus? Ja, sicher. Vorsicht, BD.
Kampfstellen Galactica. Ich kam so schnell wie möglich, Meisterin Kree. Tut mir leid, aber es muss sein. Wird mein Gedächtnis komplett gelöscht? Nein. Nur das, was der Rat verlangt hat. Dann werde ich mich wenigstens an Sie erinnern. Ich bin bereit. Nee, Zeus, lass mal nicht so viel durcheinander machen. Wie lautet dein Name, Droide? Meine Festplatte ist auch limitiert. Lass uns erstmal Sea of Thieves fertig machen und dann können wir Battlefield einsteigen. Sag mir, wie ich durch den Kobo-Abyss komme. Diese Information befindet sich nicht in meinen Speicherbänken. Meisterin Kree? Ihr wisst, dass die Republik eine komplette Evakuierung angeordnet hat. Ich weiß. Darum habe ich eine sehr wichtige Aufgabe für dich, See. Hier für dich. Ein Stimmer? Stimmer? Oh, ein sehr gutes Modell. Meine Güte! Benutze ihn, um die Waldanlage zu öffnen. Reise unterirdisch, halte für niemanden an. Das ist ein Befehl, See. Komme ich nicht mit Ihnen? Nein. Der Schlüssel nach Tenelor ist in dieser Anlage. Du musst dich beeilen. Ich fürchte, sonst ist alles verloren. Möge die Macht mit dir sein. Roboter haben keine Macht. Dieser Droide ist seit Jahrhunderten hier. Gib her das Ding jetzt. Guten Tag. Oder ist es Nacht? Gute Batterien. Duracell. Etwas stimmt hier gar nicht. Ist dein Name Sie? Ja, das stimmt. Aber woher? Oh, nein. Ich stecke fest. Ich bin hier seit... Wie viel Zeit ist vergangen? Ich bin Kerr. Das ist BD. Wir werden dir helfen. Freut mich, Sie beide kennenzulernen. Ich würde Hilfe sehr zu schätzen wissen. Ja, dann. Durchschneiden. Geht nicht? Ist das hier? Leuchtturm. Okay. Kriegen wir die Kapsel? Ja. Ihr seid ein Jedi. Oder spielen mir meine Fotorezeptoren einen Streich? Nicht wirklich, Sie. Ja, ich bin ein Jedi. Aber ihr tragt nicht einmal die üblichen Roben. Ja, klar, kannst du gerne machen. Kannst du gerne machen, Zeus. Heißt das dann kein Monkey Island? Oh, okay, warte, muss ich sie wiederholen? Weil dann würde ich hier weitermachen. Das ist kein Ding. Sieht schon irgendwie geil aus, ne? Aha. Benutzt die Kugeln, um die Brücke zu aktivieren. Dann oh, Teufel ist am Mittwoch auch da für Unsinn. Glaube ich. Unsinn ist immer gut. Bei diesen Droiden ist mehr als ein Schrauberloch. Ja, könnt ihr rüber. Was war das? Ich hab gesagt, durchhalten Sie. Oh. Sieht aus wie eine Datendisk. Ah. Okay, kommt.
Schmeiß mal dahin. Stehen bleiben. Nein! Boah. Ah, es geht. Und du hier, hier geblieben. Alter, das war knapp. So. Die nächste Season fängt morgen an und es kommen neue Waffen rein und ich muss mal wieder leveln. Ja, mach ruhig, alles gut. Kein Stress. Kein Stress. Dann mache ich am Mittwoch hier weiter. Kein Problem. Gleich bist du frei, Sie. Lasst euch Zeit. Wir haben doch alle Zeit der Welt. Hab ich nie. Ich wurde bei einer Mission zum Ritter. Und was war der Grund für diesen eklatanten Verstoß gegen das Protokoll? Lange Geschichte. Tudum. Farben interessieren mich doch gar nicht so. Ja, Breakfast wäre natürlich auch geil. Ich möchte Ihnen von Angesicht zu Angesicht danken. Das können wir auch im Auge behalten. Also vorhin habe ich mir gedacht, ich könnte eigentlich direkt gleich morgens schon anfangen zu streamen mit dem und dann auf Breakfast dann zum Beispiel wechseln und was auch immer. Andererseits habe ich mir gedacht, ich gehe am Dienstagabend auf ein Konzert von einem Kumpel von mir. Das heißt, Backstage abhängen, dumm Zeug machen. Wer weiß, wann ich überhaupt nach Hause komme. Das könnte Mittwochmittag werden oder so. Aber das wird sich alles zeigen. Schauen wir mal. Was ist Tenelor? Ein Planet. Versteckt in dem Kobo-Abyss. Ein Jedi-Tempel. Eine Bastion des Lichts des Ordens. An der Grenze. Oh, ein Jedi-Tempel. Zumindest hoffte meine Meisterin, dass Tenelor das werden würde. Das reicht erstmal. Wir müssen hier nur irgendwie weg. Nun, dabei kann ich helfen. Ist er das? Oder das? Nein. Ah, ist eine Fernbedienung. Das ist der Weg. Mir nach. Ich werde erstmal schauen, ob ich meine Crew zusammenkriege. Wenn nicht, können wir weitermachen. Ja, alles klar. Jetzt sehe ich, wo wir sind. In einer Meditationskammer. Ist ja noch Zeit. Meisterin Tree hat sie benutzt, um Jedi auszubilden. Ich muss sagen, die zweite Erweiterung von Dead Island 2 sah bis jetzt ganz... Oh, ich habe da immer noch nicht reingeguckt. Ich komme zu nichts. Ich zock ja nur noch im Stream. Offline zocke ich ja gar nicht mehr. Habe ich gar nicht die Zeit dazu. Vielleicht können wir da auch mal on-stream reingucken. Oh, hier, Bonus. Du hast einen Bonus entdeckt. Im Spiel gibt es verschiedene Arten von Boni und sie können deine Spielweise nachhaltig beeinflussen. Du hast zu Beginn 3 verfügbare Bonus-Slots. Du kannst im Laufe des Spiels weitere Slots freischalten. Besonders mächtige Boni erfordern möglicherweise mehrere Slots. Möglicherweise. Boni können jederzeit im Boni-Bereich des Fähigkeitenmenüs eingesehen werden. Aktuell ausgerüstete Boni können an Meditationspunkten verwaltet werden. Mitgekommen seid? Ja, oh, du hättest so ewig hier unten bleiben können. Okay. Hihi. Bin schneller. Sie, ja, ist das ein neues Gebiet dann, die Erweiterung? Oder? Was für ein wundersamer Ort! Wie komme ich dahin? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das muss das Wissen sein, das deine Meisterin aus deinem Speicher gelöscht hat. Tja, sie wird ihre Gründe gehabt haben. Wie Doctor Who reisen wir gerade durch die Zeit in eine andere Dimension. Tada.
Solar Festival. Okay. Oh, hier. Die Java-Skripte. Kelle. Du bist nicht allein. Ich helfe dir, dich zurechtzufinden. Sie tragen zwar nicht die korrekte Kleidung, aber jetzt bin ich sicher, dass sie ein Jedi sind. Na komm. Ich bin gleich da, Kel. Warten Sie nicht auf mich. Oh, was für seltsame Gebäude. Tür zum freigeschaltet, okay. Was war das? Ja, da ist wieder die Kantina. Ohne Kantina-Musik. Und wir müssen dahin. Mal zoom mal daran. Ah doch, in der Kantina unten. Was ist das? Langsam. Mach es ganz tout small. Domus Außenposten. Ah ja, Workbench. Ja, dann. Rein in die Olga. Ich bin kein Spion der Bedlam Raider. Ich bin ein Freund von Cal Kestis. Ach hier. Bode ist wieder da. Du bist in der falschen Kantina. Ich hab noch nie von einem Cal Kestis gehört. Bode, Schwarte. Ach, der Cal Kestis. Ich hab das Gyro. Du bist da. Schön, dich zu sehen. Reese Dreides, das ist Bode Kona. Er war auf Coruscant. Ohne ihn hätte er war Bodybuilder. Oh, na dann. Hi, freut mich wirklich sehr. Allerdings ist es leider so, dass ich kein Bett mehr übrig habe. Moment. Noch so ein. Will er den auch noch zu sich holen? Du hast die sehr schlechte Angewohnheit, Streuner aufzulesen. Ich bin ZNA4, bescheidene Dienerin des Ordens der Jedi. Oh, sie ist nicht auf dem Laufenden, ne? Sie war unterirdisch gefangen. So ein Design habe ich noch nie gesehen. Schon fast ein antiker Droide. Hast du da unten vielleicht was gefunden, das Kredit? Sieht aus wie von Riddick. Was auch geile Filme waren. Und ein geiles Spiel damals. Ich habe mich gerettet, aber ich muss sie um noch mehr bitten. Oh, ich wusste es. Meisterin Santari befahl mir, die Waldanlage zu öffnen, aber in meinem Zustand kann ich diese Pflicht nicht erfüllen. Warum hast du es nicht vorher gemacht? Wenn ich scheitere, ist der Schlüssel nach Tenelor vielleicht für immer verloren. Nein. Moment. Sagtest du gerade Tenelor? Du hast davon gehört? Das ist eine alte Prospektorenlegende über eine verlorene Welt voller Schätze. Vielleicht beweist der Druide, dass es kein Mythos ist. Sollten wir uns ansehen. Ja, aber erst werde ich die Mantis reparieren, bevor die Raiders sie holen. Ich werde mit dir gehen. Du reparierst und ich passe auf. Ist der Deal. So alt, wie er aussieht? Neben Seer kenne ich keinen besseren Scharfschützen. Okay. Wir schauen nach der Mantis. Und ich sehe nach, was da im Wald ist. Danke, Kerl. Sobald ich wieder voll einsatzfähig bin, komme ich zu Ihnen in die Waldanlage. Vorwärts. Sie... Moment, altes Mädchen. Während die tapferen Helden aufbrechen, könntest du noch die Schubdüsen runterfahren. Dir nach. Ich kümmere mich um deine Wartung und erzähl dir, wie es um die Galaxis bestellt ist. Aha. Dem würde ich aber auch nicht trauen. Nicht, dass er meint, dass sie geölt werden muss. Was, eine Hintertür gibt's auch noch? Pylon Saloon erkunden. Dank Kells Bemühungen verbessert sich der Außenposten in Rambler's Reach kontinuierlich. Neue Läden und Aktivitäten sind jetzt verfügbar. Oh, ja. Danke mir. Finale. Und schon habe ich das Bedürfnis, Abfahrt zu pinkeln. Dummers Laden im Außenposten auf Kobo ist jetzt verfügbar. Auf Kobo gefundene seltene Mineralien können hier ausgegeben werden. In der gesamten Galaxis kann Kel neue Bewohner treffen, die zur Verbesserung des Rambler's Reach Außenpostens beitragen können. Kehre hierher zurück, nachdem du sie nach Kobo geschickt hast. Yeah, baby.
Na, immer noch hier. Ziggy. Hast du da draußen was Brauchbares gefunden? Tonnenweise. Ja? Sobald was kaputt cooles geht, wenn die Raiders auftauchen, lassen die Leute alles stehen und liegen. Cowboy ist eine Goldmine für Schrottsammler wie uns. Da hast du recht. Da hast du recht. Also, auch nochmal schwätzen. Komische Schrottkiste, die du da angeschleppt hast. Eigentlich ist sie ein Droide aus der Zeit der Hohen Republik. Egal. Geh einfach weiter. Kein Wunder, dass du hier allein sitzt. Ich muss gehen. Ja, so passiert es öfter, wenn ich Damen anspreche. Geh einfach weiter. Gut, fangen wir an. Vor einigen Jahren können wir auch noch was erweitern, okay. Da ist immer noch zu. Sollte hier... Was ist? Sollte hier nicht geöffnet sein. Okay, dann wahrscheinlich hier unten. Wo hocken die? Dame. Kobo ist ziemlich weit weg von der nächsten Handelsroute. Anscheinend kommt Grease mit Bergungsgut aus. Na komm. Es gibt nur die Macht. Es gibt nur die Macht. Hier, Bonus-Dingens. Rüste Boni im Boni-Menü aus. Macht schon Sinn. Ah ja, hier. Widerstandskraft, Blockanzeige. Ah, mehr habe ich nicht. Okay. Oh, da geht aber einiges. 25 Stück. Yeah, baby. Komm, dann können wir das letzte Training auch noch durchziehen. Dann haben wir das fertig. Oh, dreimal das Lichtschwert auf einen Gegner werfen. Ah, jetzt kriegen wir endlich das raus. Pass auf. Cool. Die Aktion habe ich verpasst. Vermisst. Die war sehr hilfreich im ersten Teil. Tadam. Komm. Do it, Fred. So. Und weiter. Ja, ich sehe immer noch nicht die alte, wo ich was kaufen kann. Komm, muss ich nochmal kurz hoch. Habe ich die so übersehen? Hat's Nachladen aber lange gedauert. Ah, oder ist sie draußen? Hey, sie. Weißt du irgendwas über diese Waldanlage? Meine Speicherbänke enthalten dazu nichts, Kerl. Da aber es ist voll. Mit Sicherheit das Werk. Warte eine Sekunde. Genau. Grease hatte schon immer ein Auge für abgefahrene Kunst. Ja, das ist abgefahrene Kunst. Ach so, das war's, klar, ne? Naja, komm. So, dann gehen wir mal in den Kleiderschrank. Boah, habt ihr das gesehen? Wie lange das Nachladen gedauert hat. So viel zum Thema schnellste verfügbare Festplatte auf dem Markt. Aber ja, gut. Ich spiele, ich streame, ich nehme auf. Alles in höchster Qualität. Irgendwann muss das ja wohl soweit sein. Warum kann ich da immer noch nicht? Was soll das für eine Abkürzung sein? Er sagte noch, ich soll die Hintertür nehmen. da, 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 da.
Oh, oh, oh. Da habe ich was gesehen. Ach nee, das ist nur ein Schandfleck. Wird der nass? Ah ja. Ja, ja, der Umhang nicht. So, dann kann ich jetzt doch mal da drüben rüber. Mir die Tür da angucken. Die zu ist, aber die ich öffnen kann. Das Grüne kannst du ja später durch, ja, dachte ich mir. Sie geht nicht auf. Muss ich wahrscheinlich irgendwas erlernen oder so. Oder irgendeine Fähigkeit. Looten. Lass mich raten. Noch mehr Schürfausrüstung. Sucht auf Kobo eigentlich irgendjemand, ja, dann nicht kann nach Schrott? Später auch darüber. Cool. Okay. Whoa. Hä? Kletter ich halt. Ja, ja, gehe ich von aus. Das. War ja im ersten Teil nicht anders, dass man da Techniken freischalten musste, um weiterzukommen. Wie eine Gazelle. Oh. Wow. Hoho.